Herzlich willkommen in der Musikschule Deimlingstraße 12 in Pforzheim. Wir stehen hier im zweiten Stock vor dem Vortragssaal 218, in welchem das Konzert stattfinden wird. Sie müssen nur kommen und eintreten. Herzlich willkommen in der Musikschule. Was Mozart mit dieser Musik gesagt hat, könnte ich niemals in Worte fassen. Darum geht es auch heute Morgen. Wir gehen es diesmal von einer ganz anderen Sichtweise an, nämlich von einer sehr vielschichtigen Sichtweise. Die Musikschule Pforzheim hat sich jetzt auf einen Weg begeben. Sie möchte eine Musikschule der Nachhaltigkeit werden. Es ist noch im Laufen momentan. Das hat das Thema Nachhaltigkeit, nämlich wie kann Kulturraum und Naturraum, wie können die im Sinne einer nachhaltigen Welt zusammenleben. Wir möchten vielschichtig die Dinge angehen und heute auch zum Nachdenken anregen. Die Musikschullehrerin, die im letzten Jahr, im Juni 2023, in Palermo war, zum Thema Nachhaltigkeit einen fünftägigen Kurs gemacht haben. Heute das erste Mal eine kleine Auswahl dieser Geschichten in Kombination mit der Musik. Das ist die Idee. Wir zerstören unsere Natur. Die Menschen zerstören die Natur. Und die Menschen sitzen am Weltenrand und lachen. Bewegt euch! Werdet aktiv! Ein nachhaltiges Leben unserer Generation. Die Nacht. Juni 2023. Hitze, Flamme. 45 Grad früh morgens. Auf der Flucht vor der Hölle. Weinend vor Wut. Ob der Dummheit der Menschen, zerstörte Häuser, verbrannte Natur, tote Tiere, tote Menschen, Apokalypse now. Diese Vielschichtigkeit legt zugleich die Komplexität des Problems dar. Das Verlangen der Menschheit nach Steigerung, Next Level, Ausbeutung, Gewinnsucht und Optimierung in Einklang zu bringen mit dem natürlichen Gleichgewicht einer Welt ohne uns Menschen. Das wirft die große Frage auf: Richten wir diesen Planet derart zugrunde, sodass wir bald einen weiteren Planeten benötigen?